Okay, die Kunstärzte der Bürgerschule freuen sich sehr, dass sie sich heute auf den Weg zur Ausstellung der Bürgerschule namens Les Couleurs de Ratenau, die Farben Ratenaus, auf den Weg gemacht haben. Das 800-jährige Jubiläum der Stadt war für die Kunsterzieher und schließlich auch für die Schüler und Schülerinnen Anlass, sich mit ihrer aktuellen Lebenswelt auseinanderzusetzen. Durch alle Klassenstufen zog sich das Thema und die Ergebnisse können sich inhaltlich als auch in den verwendeten künstlerischen Techniken sehen lassen und auch nicht unterschiedlicher sein. Fotografien, Malereien, Collagen und Zeichnungen näherten sich Ratenau sowohl in einer eher dekorativen Art als auch in kritischer Zwiesprache mit sich, also dem Künstler und seiner Umgebung. Mir ist es wichtig zu betonen, dass eine solche Ausstellung quasi ein Puzzle ist, das ohne die Zusammenarbeit der unterschiedlichsten Teilchen nicht entstehen könnte. Deshalb gilt mein Dank an Dr. Knackmus für die Möglichkeit, hier auszustellen. Danke Ihnen. Frau Lange, die das Ganze so angeschoben hat, möchte ich mal sagen. Ganz lieben Dank an Sophie, Daniela, Sina und Sophie. Und die mit unserer Musiklehrerin Frau Prokrant auch Unterstützung im Hintergrund bekommen haben. Das sehe ich ja richtig. Ne? Okay. Ja, danke schön auch an meine Kollegen, an Frau Adam, Frau Müller, Frau Weselowski und an die anderen fleißigen Helferlein, die hier mitgewuschelt haben. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel noch sagen. Ich denke, wir sind alle gespannt und die Ausstellung ist hiermit.